Herzlich willkommen auf Boxing Arts, Leute. Trainieren wir die Profis. Ich bin's wieder, euer Ferhat, und mit dem heutigen Thema: 4 häufige Fehler bei der Doppeldeckung. Ja, Leute, heutiges Thema: 4 häufige Fehler bei der Doppeldeckung, die ich so im Laufe meiner ganzen Karriere und meinen Trainerdaseins kennengelernt habe. Ich will auch gar nicht so viel drumherum reden, sondern ich will euch die auch gleich zeigen, die Fehler. Fehler Nummer 1 wäre dann, die Leute, die ich jetzt so gesehen habe, was machen die mit ihren Händen? Die Hände sind hier vorne. Das ist schon mal der erste Fehler. Warum ist das ein Fehler? Wenn die Hände vorne sind, vor deinem Gesicht, aber nicht an deinem Gesicht, dann passiert Folgendes, wenn du einen Schlag kriegst. Du kassierst jedes Mal deine eigene Hand in dein eigenes Gesicht. Und damit verletzt du dich selber. Und um das zu vermeiden, machen wir es natürlich richtig. Und wie ist es richtig? Wir haben die Deckung hier dran. Entweder hier an der Stirn oder hier am Kinn dran. Oder wenn wir ganz normal stehen, ist die Schlaghand auch hier am Kinn dran. Okay? So sieht das aus. Von vorne, so oder so. Zweiter häufiger Fehler, den ich so beobachten konnte, ist, wenn du die Doppeldeckung richtig einnimmst, also du hast jetzt tatsächlich die Hände hier an der Stirn oder am Kinn dran, was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Die meisten machen dann die Augen zu. Und das darf natürlich auch nicht sein. Es ist nämlich fatal, wenn die Augen geschlossen sind, weißt du nicht, wo der Gegner ist. Und du könntest einen Schlag kassieren und wirst dann auch wahrscheinlich einen Schlag kassieren. Und das wird dann nicht so gut ausgehen. Ja, der dritte Fehler ist dann Folgendes. Und zwar, du glaubst, deine Hände sind hier oben am Kinn, sind es aber gar nicht. Die hängen nämlich vor der Brust. Oftmals sehe ich sowas hier, zum Beispiel. Die Schlaghand hängt hier, die Führhand ist vorne einfach, hängt hier. Und wenn du die Doppeldeckung einnimmst, also richtig die geschlossene, wenn du im Infight bist, dann sind sie vielleicht hier, so. So sieht das von der Seite aus. Und das ist natürlich auch ganz böse, Leute, weil ihr seid komplett offen. Ein erfahrener Boxer, also wenn ihr jetzt beim Sparring gegen einen Erfahrenen trainiert oder kämpft, oder auch einen beim Wettkampf dann, der wird das sofort gnadenlos ausnutzen. Der wird sehen, aha, okay, der hat eigentlich seine Deckung oben, der ist überall hier am Kinn frei. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn ihr am Kinn getroffen werdet, muss ich euch gar nicht erzählen, da ist meistens, wenn ihr richtig hart getroffen werdet, Feierabend. Da gehen die Lichter aus. Und um das zu vermeiden, kontrolliere bitte jedes Mal, dass deine Deckung wirklich hier oben ist. Schlaghand am Kinn dran. Die Jabhand ist auch hier eng am Kinn. Und wenn du in den Infight gehst, dann sind die Hände beide hier oder hier. Okay? Kontrolliert das bitte. Und der vierte häufige Fehler wäre dann, der Körper ist zu offen. Viele stehen hier. Und sind sich gar nicht bewusst, dass die Körpermitte komplett offen ist. Jeder, der weiß, wenn man einen Körpertreffer kassiert, also zum Solarplexus oder zum Leber, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Das wollt ihr nicht wirklich, Leute. Das ist sehr schmerzhaft. Und um das zu vermeiden, tun wir alles dafür. Wir sind eng geschlossen, wir stehen kompakt. Okay, die Ellbogen schützen unsere Rippen. Und wenn wir sehen, dass ein Schlag kommt, dann durch die Mitte kommt, dann schließen wir auch natürlich die Mitte. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig, damit wir nicht diesen bösen Körpertreffer kassieren. Ja, Leute, das waren 4 häufige Fehler, die ich so beobachten konnte. Und versuch das in deinem Training auf jeden Fall so umzusetzen, dass du das richtig machst. Ne? Und probier das aus. Gib mir einen Daumen hoch für das Video, wenn dir das gefallen hat. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest, dann kannst du das in der Kommentarbox hinterlassen. Ich beantworte das dann so schnell ich kann. Und abonniere meinen Kanal. Freue dich auf weitere Videos. Bis dahin. Ciao.